Sie haben ein neues mobiles Endgerät und waren bereits einmal für SID-Check registriert? Um eine schnelle Übertragung der Registrierung durchzuführen, benötigen Sie Ihr altes mobiles Endgerät. So geht's. Gehen Sie auf die Website www.sidcheck.de. Klicken Sie auf den blauen Button Jetzt starten. Wählen Sie Ihren Kreditkartenanbieter und geben Ihre 16-stellige Kreditkartennummer ein. Auf Ihrem alten mobilen Endgerät erhalten Sie eine Push-Nachricht zur Authentifizierung. Bitte bestätigen Sie diese. Laden Sie jetzt die App SID-Check auf Ihr neues Smartphone oder Tablet. Klicken Sie auf das kleine i und Sie erhalten den QR-Code, der Sie direkt in Ihren Store zum Download der App führt. Da Sie Ihre Kreditkarte nur mit einem Endgerät kombinieren können, ist nach der Registrierung nur noch Ihr neues Handy oder Tablet mit Ihrer Kreditkarte verbunden. Beim ersten Öffnen der App achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie Push-Nachrichten zulassen. Bestätigen Sie die Installation mit einem Klick auf der Website. Auf der Registrierungswebseite werden Sie nun aufgefordert, Ihre Sparkassenkreditkarte zur App hinzuzufügen. Scannen Sie mit der App den QR-Code oder geben Sie den Registrierungscode ein. In der App erhalten Sie eine Bestätigung, wenn Ihre Kreditkarte hinzugefügt wurde. Sie entscheiden außerdem, ob Sie jeden Bezahlvorgang zusätzlich mit einer PIN oder einem biometrischen Merkmal absichern möchten. Dann final die Registrierung auf der Website abschließen und fertig. Ihr neues Endgerät ist bereit für den SID-Check. Viel Spaß beim sicheren Online-Shopping mit Ihrer Sparkassen-Kreditkarte!